Hallihallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing Predasaurs Insect Invasion. Bin gespannt, was wir heute hier in diesem Blind Bag drin haben. Und ihr wisst ja, immer wenn ich so ein Beutel in der Hand habe, dann heißt es... It's Predasaurs Time! Ja, ganz genau, das heißt es. So, jetzt lass uns reinschauen, was haben wir hier drin? Wir haben hier Kuruma. Kuruma, schaut's euch an. Wieder ein spektakulärer Predasaur. Was haben wir hier für Werte? 7 Klauen, 6 Schwanzschlag, 5 Kopfstoß und nochmal 5 DNA Power. Also 10, 16, 23. Also das ist jetzt nicht gerade so die pralle Power. Alles was unter 30 liegt, ist irgendwie so ein bisschen Mittelding. Aber hier vollkommen wurscht, schaut ihn euch an. Wahnsinnsteil. Was haben wir denn hier? Cretaceous, Kreidezeit und Kuruma ist ein Desmaculosaurus. Aha. Dann lesen wir gleich mal den Text hier. Diese Kampfbestie bringt das Kämpfen auf einen ganz neuen Level. Die DNA von Desmatosuchus und Ankylosaurus half Kuruma, seinen eigenen einzigartigen Kampfstil zu entwickeln. Er fegt seine Gegner mit seiner Schwanzkeule von den Beinen und erledigt sie dann mit seinem barbarischen Waffenset. Hohoho! Ist ja krass. Also, was haben wir hier für eine Fusion? 53% des Matosuchus und 47% Ankylosaurus. Und Kuruma hat in Wirklichkeit eine Größe, eine Höhe von 3,8 Metern. Ist ja klar, er geht nicht auf zwei Beinen, er geht auf vier Beinen, also schon ein bisschen kleiner. Aber schaut euch dieses spektakuläre Bild hier an. Vulkan im Hintergrund, den Schwanz im Anschlag, gefletschte Zähne. Die im Dunkeln leuchten. Und jetzt schauen wir mal, wie Kuruma in echt ausschaut. Gucken wir mal hier. Kurumchen, hier haben wir ihn. Wow, schaut euch die Zähne an. Dracula kann einpacken. Vampire, go home. Schaut euch diese Hauer hier an. Das ist ja der Kracher. Wisst ihr, was der arbeitet, wenn er mal nicht kämpft? Na, der arbeitet als Locher. Ganz genau, so sieht's aus. Wow, aber wirklich spektakuläres Vieh hier wieder. In grün mit Gold und Silber. Das sieht ja mal cool aus. Und dieser Stachelkranz hier auf dem Rücken, der wurde hier aufmontiert. Also nicht ein Guss. Dafür ist der Kopf dran dieses Mal. Jawohl, genau. Aber ist doch krass, oder? Ich finde die Figuren so hammermäßig. Diese Knochen, diese Höcker hier über den leuchtend brutal roten Augen. Echt eine coole Figur. Boah, toll, diese Schuppen hier, diese Panzerplatte mit lauter Erhebungen hier auf dem Rücken. Und dann dieses Gold und Silber, das sieht schon klasse aus hier. Schwänzchen wurde auch noch extra angeklebt. Ja, also Schwanzspitze und dieser Stachelhöcker auf dem Rücken, die wurden hier anmontiert. Und auch hier, ne, das übliche Schuppenmuster von den ganzen Predasaurs, klasse. Auf dem Bauch hier noch ein bisschen weiß gebrusht. Auch er hat einmalige Fußsohlen, kleine Stinkerchen, die jedes Modell einzigartig besitzt. Ja, schaut ihn euch an, hier auch ein paar Schuppen an den Hinterbeinen mit dran. Das ist doch nett gemacht, wieder eine klasse Figur, wirklich gefällt mir hammermäßig gut. Spektakuläres Monster. DNA-Monster. Ich bin amused. Alleine schon wegen diesem Hammermuskel hier. Schaut euch diesen runden Bollen hier an. Wie lange muss ich im Fitnessstudio rumturnen, bis so einen runden Muskel hast? Ich habe keine Ahnung, will es auch gar nicht wissen. Auf jeden Fall extreme. Boah, das Gebiss kann ich mich gar nicht satt sehen. Spektakulär. Klasse. So. Kuruma, was hast du denn für Waffen? Schauen wir uns jetzt auch alle an. Und hier Helm, Helm. Jawohl, Helm. Und natürlich nicht zu vergessen, wie in jedem Blind Bag, auch dieses Leaflet. Leaflet habe ich euch schon erklärt. Hier sind die Waffen. Wow, schön, cool. Schwarz und hier irgendwie Bronze. Schön, schön, schön. Schauen wir uns gleich an. Hier der Helm. Boah, ebenfalls noch ein Stachel nach oben. Reicht nicht, dass er die Mega-Zähne nach unten hat.
Was haben wir hier für einen Wert? Wir haben einen Wert von 2, also nicht allzu stark, aber spektakulär. Mich erinnern diese Helme immer ein bisschen an Coogan, Coogan, wie auch immer ihr ihn nennt, von Highlander. Highlander 1, der Korgiese. Weltklasse-Helm hat er da auf. Und an das erinnert mich das immer. Also, klasse. Helm, Wert von 2. Was haben wir hier? Die Schwanzwaffe. Haben wir hinten so eine Keule drauf. Hier vorne haben wir so eine Axt, die irgendwie noch zusammengeflickt ist. Ne? Seht ihr das? Die ist irgendwie noch zusammengenietet. Also die Modelleure, die die Figuren hier gemacht haben, oder der Modelleur, der hat wirklich Sinn für Humor. Das werdet ihr dann noch bei anderen Figuren sehen, was ich damit meine. So, was haben wir hier für eine Power? Kann ich es richtig erkennen? Ist das eine 5? Moment, brauche ich eine Lupe? Nein, es ist eine 3. Also gut, schaut es euch an. Hier die Schwanzspitze mit der Power von 3. Werden wir gleich dran machen. Dann haben wir hier noch eine Riesenkeule. Als ob die Zähne und die Stacheln nicht reichen. Er braucht auch noch eine Keule. Unser Kuruma ist ja krass. Ha, was haben wir denn hier für eine Stärke? Sehe ich hier, finde ich hier irgendwo eine Nummer? Na, hier? Nummer, wo bist? Wo steckst? Wo hast dich versteckt? Seht ihr hier irgendwo eine Nummer? Ich sehe gerade überhaupt nichts. Es kracht und zischt, zu sehen ist nicht. War ein Film. Kennt ihr den? Hab ich nie gesehen. Genauso wenig wie die Nummer hier. Also Leute, ich finde hier keine Nummer. Aber da muss eine Nummer drauf sein. Ach doch, hier. Da brauche ich auch wieder eine Lupe. Ja, auch eine Stärke von 3. Die Keule hat ebenfalls eine Stärke von 3. So, und jetzt werden wir unseren Kuruma hier mal ausrüsten. Als erstes natürlich den Helm. Oh, krieg ich den drauf? Jawohl! Ja, sieht doch super aus. Klasse, da Zähne, da Stachel, da oben ein Stachel. Vom Rücken stacheln. Tja, stacheliges Kerlchen. Dann haben wir hier noch die Schwanzspitze. Die Schwanzwaffe stecken wir hier auf. Jawohl, so sieht es aus. Ist das spektakulär? Ich finde es spektakulär. Wirklich bis an die Zähne bewaffnet unsere Predasaurs. Und jetzt kriegt er natürlich hier noch seinen Prügel in die Hand. Hier wisst ihr ja, ne? Immer eine kleine Vertiefung und hier so ein Pinökel, wo ihr es dann reinstecken könnt. So, hält sogar. So sieht er aus. Moment, Helm noch ein bisschen schöner. So, klasse. Also hier, Kuruma in voller Rüstung in der Kampfaufmachung. So kann er jetzt endlich wieder in die Schlacht ziehen. Dass die sich auch immer prügeln müssen. Ei. So aggressive Kerlchen, diese DNA-Mutanten. Aber echt klasse. So. Meine Wurstfinger sind jetzt im Weg, ne? Drum stelle ich ihn jetzt mal auf die Platte. Geh ein bisschen runter. So, jetzt könnt ihr euch nochmal schön hier anschauen. Kuruma in Rüstung. So sieht er aus. Habt ihr denn auch schon in eurer Sammlung? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare unten rein. Sammelt ihr Predasaurs? Habt ihr alle? Fehlen euch noch welche? Gibt es die bei euch noch überhaupt vor Ort zu kaufen? Ich habe so das Gefühl, die sind echt ein bisschen rar geworden. Sind ja auch jetzt mittlerweile schon Weilchen auf dem Markt hier. Ne? So, Kuruma, jetzt stelle ich ihn hier nochmal in die Mitte und drehe ihn, ranzoomen. So, ich habe immer Angst, es wird unscharf. Ich traue mich da gar nicht, allzu nah ranzugehen. Ich hoffe mal, so geht's ein bisschen. Ja, so steht er schön in der Mitte. Also schaut ihn euch an. Spektakulär, unser Kuruma, der Desmaculosaurus aus der Cretaceous, aus der Kreidezeit. Spektakulär. Auch eine wirklich spektakuläre Bemalung. Dieses Gold, Silber, Grün passt richtig gut zusammen, wie ich finde. Das harmoniert klasse. Auch die Farben von seinem Rüstzeug, dieses ja Bronze, Grauschwarz oder Anthrazit. Ich finde, das passt richtig gut dazu. So, zack und zack.
Und zack, das Kärtchen nochmal daneben stellen. Hier sind die beiden. Kuruma, der Desmakylosaurus aus der Kreidezeit. Ein waschechter Predator. Tja, man glaubt es kaum. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr Predator sammelt, dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Sammeln. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Ruppi.